Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute weiter mit unseren Zahlensystemen arbeiten, gell? Wir haben Zahlensysteme eingeführt und haben jetzt in der letzten Stunde dann noch einige Umwandlungen gemacht. Haben da gesehen, es gibt eben die Umwandlungen ja, zwischen diesen Stellenwertsystemen, und die letzten, die wir gesehen haben, sind eben die Umwandlungen vom Dezimalen zum Binären, gell? Und zwischen den oktalen und binären und hexadezimalen und binären Zahlensystem, gell? Jo, da haben wir sowas gemacht, gell? Haben gesagt, wir gehen eine dezimale Zahl, die wir ins Binäre umwandeln wollen, durch 2 dividieren, ganzzahlig durch 2, gell? Also 73, gell? Durch 2 gibt, ja, 36 und ein halbes, gell? Das halbe, das schreiben wir nicht auf, gell? Und schreiben dafür auf, dass wir eines Rest haben, gell? Also 36 durch 2 gibt dann 18, ohne Rest 18 durch 2, 9, ohne Rest 9 durch 2, 4 und 1 Rest 4 durch 2 gibt 2 und ohne Rest 2 durch 2 gibt 1, ohne Rest und 1 durch 2 gibt 0 und 1 Rest. Und was machen wir? Wir gehen die dann von unten nach oben aufschreiben. Und das ergibt dann unsere binäre Zahl. Gell? Also, wenn wir das dann von unten nach oben aufschreiben, gell, dann kommt ja zuerst die 0, die könnte man auch weglassen, gell? Die führende 0. Aber wenn wir 8-Bit hinschreiben wollen, dann ja, dann gehört sie dazu, gell? Wenn wir einfach nur sagen, wir wollen die binäre Zahl, dann brauchen wir sie nicht, gell? Ja, also 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, das kommt raus aus 73, gell? Ja, und dann haben wir gesehen, wie wir zwischen binär und hexadezimal und binär und oktal in beiden Richtungen umwandeln können. Und das geht relativ einfach, haben wir gesehen, gell? Weil 4 binäre Stellen genauso viel wert sind wie eine Hexadezimale, gell? 2 hoch 4 ist 16, haben wir 16 Kombinationen. Wenn wir 1 weitergehen, dann haben wir eine fünfstellige binäre Zahl, gell? Und wenn wir bei ja, beim Hexadezimalen die größte Ziffer f haben und wir gehen 1 weiter, da kommen wir zu 1, 0. Also haben wir zugleich den Überlauf, gell? Also 4 Hexadezimale sind genauso viel wert wie 4 binäre Stellen sind genauso viel wert wie eine hexadezimale Stelle. So, ja, und wie gehen wir vor? Haben wir gesagt, wir machen Vierergruppen, gell? Und von wo? Wir beginnen rechts, gell, bei den niederwertigeren, gell? Also müssen wir aufschreiben. Also das ist die erste Gruppe rechts, also 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1 gibt 9, gell? So, also 9. Und in der ersten Gruppe 1, 0, 0, gell, das würde dann 4 ergeben. So, 4, 9, das ist dann die hexadezimale Darstellung von dem da, gell? Ja, fein. Okay, schauen wir mal, was das Dezimal ergibt, gell? Also das da war binär 4, 9 hexadezimal, und wenn wir das dann ins Dezimale umwandeln wollen, wie gehen wir vor? Über die Wertigkeiten. Also 9 mal 1 plus 4 mal 16. 4 mal 16 macht 64 und 9 macht 73 Dezimal. Ja, das schaut gut aus. Davon sind wir mal gestartet. Wenn wir das jetzt noch ins Oktal umwandeln wollen, gell, nehmen wir das mit. Und das ins Oktale, dann haben wir hier also die erste Gruppe 3, gell? Also immer 3 binäre Stellen ergibt eine Oktale. Dann haben wir hier 1, 1 und nochmal 1. Also das ergibt 1, 1, 1 Oktal. Schön. Okay,
Ja, und da sind beide Richtungen, gell? Also man kann also sehr einfach zwischen Oktal und Binär oder zwischen Hexadezimal und Binär hin und her umwandeln. Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen, gell? Wir haben ja gesehen, dass wir ja dann binär auch rechnen können, haben binär etwas gerechnet, gell? Und haben beim Rechnen addiert und multipliziert. Wir haben etwas nicht gemacht, wir haben noch nicht subtrahiert. Und das mit der Subtraktion, das hängt auch mit der Darstellung der Zahlen zusammen. Und wenn man die Darstellung der Zahlen im Rechner anschaut und betrachtet, dann sieht man die Subtraktion schöner, gell? Deshalb wollen wir uns zuerst mal schauen, wie man die Zahlen darstellt. Und die Darstellung der Zahlen erfolgt in einem Zahlenkreis, gell? Das haben wir schon gesagt, gell? Das ist bei der Ariane 5 dann passiert, die Ariane 5, dort haben sie einen Überlauf gehabt, gell? Es sind also über die Grenze darüber, gell? Und dann ist die Ariane 5, gell, hat sie ja ihre Geschwindigkeit falsch dargestellt, beziehungsweise schon richtig dargestellt, aber eben mit Überlauf. Und dann, ja, dann war die Entscheidung eben so, dass man die Ariane 5, die erste Ariane 5 auf ihrem Flug zerstört hat. Und das wollen wir mal anschauen, gell? Und zwar haben wir hier einen kleinen Artikel auf Wikipedia wieder, gell? Und zwar schreiben sie da, ja, die Zahlen, die ganzen Zahlen, gell? Die ganzen Zahlen, die geht der Mathematiker auf der Zahlengeraden darstellen, gell? Also das geht dann sowohl im Plus ins Unendliche, auch im Minus, im Negativen ins Unendliche, gell? Aber die Unendlichkeit beherrschen wir nicht, gell? Also wir Informatiker sind da sehr arm gegenüber der Mathematik. Die Mathematiker, die wissen mit der Unendlichkeit umzugehen, gell? Die Physiker auch, gell? Aber wir Informatiker halt nicht, gell? Und da hat man das anders gemacht. Und zwar hat man gesagt, naja, man hat eine bestimmte Anzahl von Darstellungen, die man machen kann. Und ja, die gehen wir dann in einem Kreis zusammenhängen, gell? Und naja, das haben sie da so gezeichnet, gell? Und ja, das wäre dann der 8-Bit-Zahlenkreis da, gell? Und das würde dann gehen von 0 bis 255, gell? Also wenn wir da das haben, dann nimmt man da, dann geht das da die ganze Runde, es geht bis 255, wenn wir sie alle positiv nehmen. Nehmen wir aber positive und negative, dann würden wir bei 0 starten, weil wir gehen hoch und zur Hälfte wäre dann 127 und 1 weiter wäre dann minus 128, weil wir haben da immer in der 1 weiter plus 1, 1 weg, minus 1, also haben wir den Nuller und links davon haben wir dann nicht 255, sondern eben minus 1, gell? Wollen wir das mal groß machen. So, bisschen größer. Okay. Gell? Also, wir haben also einen Zahlenkreis, gell? Der bei 0 startet und bei 255 dann endet, gell? Wenn wir alle positiv interpretieren. Oder wir haben, wenn wir das positiv und negativ interpretieren, 0 plus 1 plus 2 und so weiter. Wir machen die Runde bis 127, gell? Und wenn wir auf der anderen Seite runtergelaufen, dann haben wir minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter bis minus 128, gell? Und der Überlauf, gell, ist dann auf der anderen Seite nicht bei 0 gefährlich, gell? Weil 0 minus 1 ist dann minus 1, dort ist das dann ungefährlich, gell? Jo, wir haben da noch eine andere Darstellung gehabt. Wo haben wir es denn? Hier, Integers, gell? Also die ganzen Zahlen. Und hier wird sehr viel beschrieben, die verschiedenen Typen in den Sprachen. Und es wird im 4-Bit-Zahlenkreis schön dargestellt, gell? Und zwar, wenn wir schauen, wenn wir hier ja, positive und negative Zahlen haben, gell, dann funktioniert es so, dass wir bei 0 starten und 0 ist 0. Und 0 nimmt man zu den positiven. Gell. So, nach 0 kommt 1 und die Darstellung von 1 ist dann 0, 0, 0, 1. Dann kommt 2, die Darstellung ist 0, 0, 2, 0.
und so weiter. Gell? Also 3, 4, 5 und die letzte ist 0, 1, 1, 1. Gell? Das im 4-Bit-Zahlenkreis. Wenn wir auf die andere Seite laufen, dann haben wir neben 0 haben wir minus 1. Aber woher kommt ein minus 1? Gell? Also minus 1 ist 0 minus 1, das ist klar für uns. Aber wenn wir den Zahlenkreis betrachten, dann ist neben der 0 die 1, 1, 1, 1. Und das wäre hexadezimal dann f, gell? Oder 15, wenn wir es dezimal betrachten, gell? Und das wäre dann die Darstellung der negativen Zahl. Und wenn wir dann schauen, die größte negative Zahl ist dann minus, also minus 1 ist die Darstellung dargestellt durch die größte Zahl im Zahlenkreis, gell? Durch f in dem Fall, im 4-Bit-Zahlenkreis. Und wenn wir da runtergehen, immer eines negativer, minus 1, minus 2 und so weiter, kommen wir bis minus 8. Und minus 8 ist dann 1 mit alles Nuller. Gell? Und das ist also, wenn wir nach der größten positiven, was 0, 1, 1, 1 ist, 1 dazukommen, dann kommen wir zur kleinsten negativen. Und hier dieses Half Curry, sagt man auch, also das halbe Curry, das ist das Gefährliche, wenn wir positive und negative haben. Gell? Das Curry, der Überlauf über 0, ist das Gefährliche, wenn wir alles positive haben. Gell? Wenn wir positive und negative haben, ist das Gefährliche, das Half Curry dort unten. Gell? Okay. Ja, die Frage ist jetzt, so weit, so gut, gell? So können wir Zahlen darstellen. Gell? Wir haben auch noch die Eigenschaft, dass die Positiven alle mit einer 0 beginnen, gell? Und die Negative beginnen alle mit einer 1. Gell? Das erste Bit der negativen Zahlen ist dann immer 1. Gell? Das stimmt allgemein nicht nur bei diesen 4-Bit-Darstellungen. Die Frage ist jetzt, wie können wir rechnen gehen? Gell? Und das Rechnen, die Addition, können wir so zeichnen, können wir sagen, wenn wir da ist 0 und hier haben wir 2, wenn wir 2 plus 3 machen, gell, kommt 5 raus, gell, können wir auch sagen, gehen wir so darstellen und laufen da immer weiter, gell, im Uhrzeigersinn, wenn wir addieren. 2 plus 3 kommt 5 raus, gell. Und die Frage ist jetzt, kann man die Addition, die wir hier dann so auch so schön grafisch betrachten können, können wir die Addition auch mit einer elektronischen Schaltung darstellen? Und die Antwort ist ja, gell, da gibt es die Addierer, gell, und da gibt es die Halbaddierer, gell, die geben nur 2 Bits addieren. Und haben als Ergebnis dann 0 oder 1 und zeigen auch an, ob wir einen Überlauf haben oder nicht. Gell? Das wäre dann der Halbaddierer. Gell? Der Halbaddierer kann aber am Eingang nur 2 Bits haben und nicht den Überlauf einer anderen Addition, die bei der niederwertigeren Stelle gemacht wurde. Gell? Das kann aber der Volladdierer. Gell? Also der Volladdierer, der hat als Eingang eben die 2 Bits plus den Überlauf der niederwertigeren Stelle. Und das ist dann die elektronische Schaltung eines Volladdierers. Gell? Also das, wenn wir so Bit für Bit addiert haben, gell, dann haben wir eigentlich das gemacht. Gell? Wir haben immer 2 Stellen zusammengezählt und haben den Überlauf der niederwertigeren Stellen eben dann auch mitgenommen. Und wir haben also das gemacht, was ein Volladdierer macht. Und wenn man nicht einen Volladdierer hat, sondern eine ganze Reihe von Volladdierern, so viele, wie man eben in Bitbreite hat, dann hat man eigentlich die Addition in Elektronik dargestellt, gell? Und das ist dann ein Addierwerk, gell? Also ein Addierwerk, gell? Hier ist so als Blackbox dargestellt, gell? Wenn man da ein bisschen runtergeht, dann sieht man, das sind in Reihe geschaltete Volladdierer, das ist ein Addierwerk, gell? Da wird immer eine Addition gemacht, und man hat dann das Curry, das wir produzieren, wird bei der höherwertigeren Stelle zum Eingang. Gell? Wir gehen also immer das Curry, das wir produzieren, als Eingang der nächsten Stelle dann wieder verdrahten. Gell? Und das wird dann ein Addierwerk und das ist dann Teil der ALU, wenn wir so wollen. Gell? Ja,
Soweit, so gut, gell? Das Problem jetzt in der Elektronik ist, wenn ihr dir die Aufgabe habt, etwas zu subtrahieren, gell? Und dort ist nicht so einfach, gell? Also die Subtraktion, die wir in der Grundschule gelernt haben, die lässt sich nicht so einfach in der Elektronik darstellen, gell? Und ja, jetzt hat man damals vor Jahrzehnten dann gesagt, naja, da schauen wir uns den Zahlenkreis mal etwas genauer an, gell? Und dort hat man dann gesagt, naja, eine Subtraktion, also vorher haben wir gesagt, 2 plus 3 macht 5. Wir könnten auch sagen, ja, 5 minus 3 macht 2. Gell? Also wir können diese Subtraktion darstellen. Gell? Also Subtraktion, also 5 minus 3. Und das Ergebnis ist 2. So, und dafür müssten wir also für 5 minus 3, wir müssten hier gegen den Uhrzeigersinn laufen. Und das ist ja, für uns ganz einfach, gell, schauen wir uns an, sagen, ja, so viel zurück war es, gell. Also das Problem ist, wenn wir das in Elektronik bauen sollen, gell, da können wir dann nicht so einfach sowas zusammenbauen, wie diese Volladierer sind, gell. Und die Frage ist dann, ja, was tun wir dann, gell. Und da hat man sich Folgendes überlegt. Man hat sich überlegt, wenn wir von 5 3 zurücklaufen müssen gegen den Uhrzeigersinn. Naja, da machen wir das, was der Christophorus Kolumbus eigentlich wollte. Gell, der Christophorus Kolumbus, der wollte ja nicht nach Amerika, der wollte nach Indien. Gell. Und da hat er gesagt, naja, anstatt da ganz um Afrika herum zu segeln, da, gell, das ist eine weite Reise, da fährt er einfach in die andere Richtung, gell, fährt er hinten rum. Gell. Und das könnten wir hier auch machen. Gell? Also, wir könnten anstatt 5 minus 3 zu machen, sagen, okay, 5 und dann mach eine Runde, gell? Ja, bis zum Ergebnis. Und die Frage ist jetzt, wie weit müssen wir hier herum? Gell? Und naja, welche Zahl müssen wir addieren? Wir müssen die Zahl addieren, gell? Die uns auf den vollen Kreis fehlt. Wir müssen das Komplement addieren, gell? Und ja, das ist dann die Subtraktion, weil addieren wissen wir, wie es geht in Elektronik, gell? Das können wir, gell? Also müssen wir nur noch eines machen, wir müssen nur noch schauen, 5 minus 3, wie groß ist denn diese Zahl, die uns fehlt auf den ganzen Kreis? Und wenn der ganze Kreis 16 ist, gell, dann wäre das eben 5 minus 3 dasselbe wie eben die Zahl, die uns auf 16 fehlt. Gell? Und das ist das Komplement dann auf 16. Gell? Also 5 minus 3, das wäre das gleiche wie 5 plus das, was uns auf 16 fehlt. Wie viel fehlt uns auf 16? 16 minus 3 fehlt uns. Gell? Jetzt haben wir aber gerade gesagt, wir können nicht rechnen. Nicht subtrahieren, gell? Und wie sollten wir das dann machen, gell? Ja, schauen wir mal. Der volle Kreis minus etwas, was uns fehlt eben, gell? Das müssen wir jetzt suchen, gell? Aber zuvor wollen wir das mal ausrechnen, gell? 5 plus 16 minus 3. 16 minus 3 ist 13. Also wie soll 5 plus 13 dasselbe sein wie 5 minus 3, gell? Also schreiben wir mal 5 plus 13, gell? Ist gleich 18. Hm. 18 kommt raus. Naja, schauen wir mal. Also wenn wir 5 machen, plus 13, gell? Also 5 plus 13 weiter, gell? Also da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, wir kommen da bei 2 an. Aber warum 2? Gell? Schau's mal. Das da ist 18. Aber jetzt haben wir nicht die ganze Wahrheit gesagt, weil wir einen Überlauf produziert haben.
Wir sind über die Null gelaufen. Gell? Das heißt also, in dem Moment, wo wir über die Null laufen, gell, verlieren wir einen ganzen Umlauf. Gell? Also, das wäre dann 18. Und wir müssten jetzt sagen, Modulo 16 müssten wir machen. Gell? Und was ist denn 18 Modulo 16? Gell? Also, wir könnten das auch so im C-Style so schreiben. Und das da ist, dann hier müssten wir das ja auch schreiben. Gell? Also, wir müssten da immer sagen, dass das da immer Modulo 16 ist, weil die Ergebnisse können nicht größer als 16 werden im 4-Bit-Zahlenkreis. Gell? Und hier müssen wir das streng genommen auch machen. Gell? Und es gibt Leute, die sagen, ja, der Rechner ist für alles Mögliche gut, aber nicht zum Rechnen. Gell? Warum nicht? Weil wir den Überlauf haben. Gell? Also das ist einer der Gründe. Gell? Wenn wir den Überlauf haben, dann gehen wir immer modulo den ganzen Kreis machen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wir verlieren einen Umlauf. Gell? Also wir verlieren jetzt ganze 16. Und wenn man das ausrechnen, gell? 18 modulo 16, wollen wir das mal ausrechnen, gehen wir mal probieren. Gell? Also gehen wir hier so, machen wir 18 modulo 16, gell? Und es kommt 2 heraus. Das Modulo, das ist der Rest, gell, zu 16 dann, gell? Und 16 hat in 18 einmal Platz und 2 Rest. Also stimmt es, gell? Und 18 Modulo 16, gell, ist gleich 2, kommt heraus, gell? Und das ist nichts anderes als 5 minus 3. Und jetzt kommt die Preisfrage. Wie finden wir dieses Komplement? Wie finden wir das 16 minus 3? Und wie finden wir das so, dass wir das eventuell auch in Elektronik bauen könnten? Das ist jetzt das Schwierige, gell? Und, naja, das macht man in 2 Schritten. Gell? Und zwar, schaut's mal da. 16 ist ein ganzer Umlauf. Gell? Und 16 minus 3 ist eher schwierig zu sagen, wie ist denn da 1, 2, 3 zurück, gell? Also 16 minus 3, müssen wir diese Rechnung machen, aber die kennen wir nicht, die Rechnung. Gell? Und jetzt hat man Folgendes entdeckt und man hat gesagt, naja, das Komplement zu 16 oder zum vollen Kreis, gell? Das ist nicht so einfach, aber das Komplement zu minus 1 oder zum 1, 1, 1, 1, also alles Einsen, ist das einfacher. Und dann hat man gesehen, ja, das ist einfacher. Und dann hat man gesagt, naja, wenn es einfacher ist, das Komplement zu 1, 1, 1, 1 oder halt zur größten darstellbaren Zahl zu bilden, dann könnten wir ja zum ganzen Umlauf, was dann 1 größer ist, nur noch 1 dazu zählen. Gell? Wir können also sagen, naja, suche das Komplement zur größten Zahl, also in dem Fall bei 4-Bit-Zahlenkreis 1, 1, 1, 1, gell? Und dann zähle 1 dazu, dann hast du das Komplement zum vollen Kreis. Gell? Und das macht man. Also das Komplement zu 16, gell? Das ist nichts anderes als das Komplement zu 15 und am Ende macht man plus 1. Gell? Okay, also wenn wir wissen, wie viel fehlt uns auf 15, dann fehlt uns auf 16 eines mehr. Gell? Und jetzt gehen wir schauen, warum das so einfach ist, das Komplement zu alles Einsern zu finden. Gell? Und zwar schaut mal da, wenn wir alles Einser haben im 4-Bit Zahlenkreis, gell? Und wir wollten jetzt das minus 3 machen, gell? Was ist denn das 3? Das 3 ist 0, 0, 1, 1. Und dann ist die Frage, ja, wie viel fehlt denn uns auf 1, 1, 1, 1? Und dort, wo wir schon 1 haben, die fehlen uns ja nicht, gell? Okay. Aber dort, wo wir die 0 haben, dort müssen wir die 1er schreiben, gell? Das heißt also, das ganze Komplement, gell? Also hier alles
1 minus die Zahl, die wir subtrahieren wollen, ergibt was denn? Ergibt eine Zahl, die überall dort 1 ist, wo wir 0 sind. Und wo wir 1 sind, ist sie 0. Das kann man also elektronisch durch ein einfaches Invertieren Stelle für Stelle erreichen. Gell? Wir können sagen, 1 und wie viel macht 1? 0. Gell? Und 1 und wie viel macht 1? 0. Gell? Und 0 und wie viel macht 1? 1. Und 0 und wie viel macht 1? 1. Und das ist dasselbe wie das Invertieren jeder einzelnen Stelle. Gell? Und diese Operation, dieses Invertieren der einzelnen Stellen, gell, das nennt man auch oft Einser Komplement. Das ist das Einser Komplement, gell? Aber das ist nicht das Komplement, das wir am Ende addieren müssen, weil es das Komplement zu 1, 1, 1, 1 ist, weil wir im 4-Bit-Zahlenkreis sind. Uns fehlt also diese 1 noch, gell? Und was müssen wir dann machen? Wir müssen plus 1 machen, gell? Und ja, das ist also 1er Komplement plus 1, das ist dann das 2er Komplement. Und das Zweierkomplement, das ist das Komplement zum ganzen Umlauf, zum ganzen Zahlenkreis, gell? Und dieses Zweierkomplement, das wollen wir am Ende addieren, gell? Also, wenn wir das da machen wollen, gell, dann machen wir 16 minus 3, gell? Aber 16 minus 3 ist schwierig, gell? Also machen wir 15 minus 3. Und was kommt denn raus? 8 plus 4 macht 12, gell? 12 kommt heraus. Und wenn wir 1 dazu zählen, dann kommt 13 heraus, gell? Okay, also haben wir 1, 1, 0, 1 plus 1 ergibt also 1, 1, 0, 1. Und diese Zahl, die müssen wir dann addieren, gell? Also machen wir was? Wir haben 5 plus 13, gell? Und das gehen wir jetzt mal rechnen, gell? Also, wenn wir da machen, 5, 5 ist 0, 1, 0, 1, gell? Plus 13, 1, 1, 0, 1. Und gehen wir schauen, was wir da machen müssen beim Addieren. 1 plus 1 macht 0. Dann 0 und 1 Übertrag. Dann 0 plus 0 macht 0 und der Übertrag war 1, also kommt 1. Dann und kein Übertrag. 1 plus 1 macht 0 und wir haben einen Übertrag. Und 0 plus 1 macht 1 plus der Übertrag von vorher ist wieder 0. Also haben wir noch einen Übertrag. So, und jetzt schauen wir mal. Das ist also 1, 0, 0, 1, 0. Stimmt das? Gehen wir es mal ausrechnen. Gehen wir es mal zurückwandeln ins Dezimale. Und was haben wir da? Das ist eine 2, keine 4, keine 8 und eine 16. Gell? Also 2 plus 16 gell, ist 18. Gell? Ist 18, ist also genau dieser 18er. Und Modulo 16, was bedeutet Modulo 16? Schaut mal, wenn wir hier diese 1 betrachten, diese 1, die ist nicht in den 4-Bit drinnen, gell? Diese 1, die ist außerhalb der 4-Bits, das heißt, wir haben bei dieser Addition einen Überlauf erzeugt. Wir haben das Carry Flag gesetzt. Und die Frage ist, kann das stimmen? Und jetzt schaut mal den Zahlenkreis an. Wenn wir 5 minus 3 machen, kommt 2 heraus, ohne dass wir über die 0 laufen. Wenn wir aber 5 plus 13 machen, dann durchlaufen wir die Grenze, wir laufen über die 0 und kommen zu 2. Das heißt also, wenn wir bei der Addition mit dem Zweierkomplement
einen Überlauf haben, gell, dann ist das Ergebnis korrekt. Dann haben wir eine Zahl, gell, die jetzt zu groß ist, aber diese Zahl modulo. Unser Umlauf, in dem Fall 16, gell, ergibt dann die 2, die herauskommen muss. Gell. Das heißt also, wir müssen, was heißt modulo, wenn wir das so binär da haben? Gell, modulo 16 bedeutet, dass wir diese erste Stelle verlieren. Gell. Wir bleiben also im 4-Bit-Bereich drinnen. Gell. Jo, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Gell. Und ja, ich lade euch dazu ein, dass wir da ein bisschen rechnen. Gell. Also geht es das mal rechnen und schaut es auch, wie das im Zahlenkreis ausschaut. Gell. Macht's mal da. Machen wir ja im 4-Bit-Zahlenkreis. Machen wir 6 minus 5. Und dann schauen wir, was passiert. Und dann machen wir ein 3 minus 4. Und dann schauen wir, was passiert. Okay, ja, gutes Üben.